ICE 659 Frankfurt am Main Hauptbahnhof nach Düsseldorf, Hildegard von Bingen. Es ist 5.47 Uhr. Fahren Sie diesen Passagierzug von Mainz Hauptbahnhof nach Koblenz Hauptbahnhof. Fahren werden wir die BR401 von der Deutschen Bahn, 733,7 Tonnen schwer, 12 Wagen im Zugverband und 303,9 Meter lang auf der linken Rheinstrecke Mainz-Koblenz. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Trains im Welt 4, der Danny Spitters. Als allererstes werden wir natürlich mal hier den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Dann werden wir die Türen entriegeln. Hier natürlich mal irgendwie Licht in die ganze Sache bringen. So. So, dann werden wir hier den Bremsschlüssel aufsperren. Wir werden hier die AFB einstellen. So. Dann werden wir natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen. Haben wir jetzt die Vorsollfreigabe gemacht oder nicht? Doch, gut, dann haben wir das auch soweit. Wir können die AFB noch auf 40 stellen. Das haben wir auch erledigt. Dann würde ich sagen, sind wir doch gleich soweit. Gleich das Fernlicht einschalten und ja, dann können wir jetzt noch ein wenig warten und uns hier draußen ein wenig umschauen in Mainz Hauptbahnhof. An diesem frühen Morgen steht noch ein RE, der nach Koblenz Hauptbahnhof fährt. Hinten dran jedenfalls sehr wahrscheinlich eine 110. Genau. Die diese mintgrünen N-Bahn schiebt. Wunderschön. Wunderschön. So, wir haben jetzt gleich Ausfahrt. Genau genommen jetzt. Wollen wir natürlich auch gerecht werden, damit wir auch pünktlich den Fahrplan einhalten. Das heißt, wir werden hier die Bremsen lösen und mal langsam ausschalten. Die Fahrmotorlüfter an und dann setzen wir uns gleich in Bewegung. Auf geht's! Nächste Station, Bingerbrück um 6:07 Uhr. Fein. Da können wir auch schon aufschalten auf 80. Der RE hat auch Ausfahrt, du solltest aber deine Beleuchtung ändern, weil das Schlussleuchten an. Aber das ist nur meine Meinung. Also du solltest mal deine Beleuchtung ändern, weil du hast oben Spitzenlicht, unten Rücklicht. Also irgendwas hast du da nicht ganz verstanden, aber das ist wie gesagt nur meine Meinung. Vielleicht änderst du das ja noch, ich weiß es nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Fahrt, Kollege. Bis in Koblenz. Da kommt der nächste RE reingefahren. Steht auch noch ein wunderschöner Wagenpark, ihr seht's. So, wir dürfen jetzt gleich auf 100 beschleunigen dürfen. Das sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Genau,
da haben wir schon. Dann haben wir auch gleich schon die. Ach, da kommt der 628 hier mit grüner Farbe, Farbgebung. Auch sehr schön. Ach, egal. Dann bleiben wir halt mit 99. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Ist übrigens ein Fahrplan-Szenario. Auf der Strecke, linke Rheinstrecke Koblenz-Mainz, Mainz-Koblenz. Ja, wir wollten ja die Lichter einstellen. Wenn man den, einige DLCs besitzt, unter anderem, ich glaube, ich weiß nicht, was die Voraussetzung jetzt genau ist, damit man die ICE-1 auf dieser Strecke fahren kann, kann ich euch jetzt nicht genau sagen, aber es gibt, glaube ich, gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss. In Form von Besitz der notwendigen DLCs, damit man diesen Zug hier fahren kann. Ich kann euch leider nicht sagen, genau welche. Ist doch ein geiles Bild, oder? Was ein geiles Bild! Hammermäßig. Wunderschön. Endlich mal wieder ICE1, schon lange nicht mehr gefahren. So, ich glaube, wir dürfen mittlerweile auch noch nicht ganz, aber das sollte jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern. 460, da sind sie schon. Dann sollten wir vielleicht auch gleich schon in die LZB aufgenommen werden. Das hat doch mal geklappt. So, wir fahren über Bingerbrück. Um 6:45 circa in Koblenz an. Also nicht ganze Stunde fahren wir. Auch das so machen, dann könnten wir Kontrast, Helligkeit ein wenig herabsetzen. Das ist zu viel gewesen. So, hier machen wir dasselbe. Hier natürlich auch. Wunderschön. Machen wir das hier auch. Ja, sehr schön. Geil. Sehr, sehr schön. Das sieht schon gleich viel schöner aus. Könnte man ja eigentlich auch. Wunderbar. Sieht doch schon viel schöner aus. Sehr, sehr schöne Morgenfahrt. Frühmorgens am 18. November 2023. Wahnsinn. In einem Monat und ein paar Tagen ist schon wieder Weihnachten. Man kann es nicht glauben, wie das Jahr gerast ist. Wahnsinn, das steht 2024 schon quasi vor der Tür. Lange dauert es nicht mehr. Dann feiern wir schon Neujahr. Ein Jahr voller Ereignisse. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Was in diesem Jahr alles geschehen ist, positiv wie negativ. Ich würde es jetzt gar nicht im Einzelnen aufzählen. Ich glaube, negativ fallen da ganz besonders zwei Ereignisse auf oder ins Gewicht, sagen wir mal so, wo man sagen muss, das hat niemand gebraucht und das hätte vor allem mit Sicherheit niemand gewollt. Also, ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass sich das irgendjemand gewünscht hat. Ich glaube, ich brauche das jetzt nicht groß namentlich zu erwähnen. Ihr wisst, glaube ich, wovon ich spreche.
Das hat es einfach nicht gebracht und es ist ja einfach kein Ende in abzusehen, weder von dem einen noch von dem anderen. Ja. Hoffen wir, dass nächstes Jahr einfach alles besser wird. Ja, dass wir einfach in Frieden leben können. Uns auf die Dinge freuen, die uns da so erwarten. Vor allem hier im TSW, da kommt ja noch einiges auf uns zu. Ihr habt es vielleicht bei Felix und Co. in den Ankündigungsvideos gesehen, was DTG, was TSW hier da so ankündigt. Unter anderem die BR-218, die ja sich in Entwicklung befinden soll für den TSW 4. Das wäre natürlich eine Mega-Sensation, finde ich, weil die BR-218 ist doch schon eine sehr, sehr, sehr schöne Diesel-Lok. Ich habe sie beim TSC sehr gefeiert und würde sie hier beim TSW 4, wo das der Ganze noch ein bisschen realistischer ist, mit den Fahrzeugen natürlich noch umso mehr feiern. Auf jeden Fall, wenn das dann soweit ist, werde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn sie dann hier zu fahren ist. Am besten auf der Strecke dann auch noch Rhein-Ruhr, von Essen nach Bochum, Duisburg und so weiter. Das wäre natürlich sensationell. Dazu am besten an den N-Wagen dran. Das ist, ich kann es mir nicht, ich stelle es mir gerade so geil vor. Also wirklich an den mintgrünen N-Wagen dran oder vielleicht an den Silberling dran. Ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Dann am besten in allen möglichen Farbgebungen: mintgrün, blau-beige, verkehrsrot, ja, alles, was es halt gab damals. Ozean, blau-beige, alles Mögliche. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr abfeiern, wenn das dann soweit ist. Dann war natürlich noch ein Gespräch, wobei wir ein bisschen langsamer jetzt werden müssen. Der ICE4 stand ja auch zur Debatte, dass der den Weg hierher finden soll. Würde ich auch sehr abfeiern, der fehlt ja auf jeden Fall. Wir haben jetzt den ICE1, wir haben den ICE3, fehlt uns noch der Vierer und der Zweier. Und der Neo, der würde hier auch noch gut reinpassen. Aber der ICE4, das wäre schon echt nice. Also, wenn der hier auch seinen Weg finden würde. Ja, das sind auf jeden Fall Neuigkeiten, die mich glatt aus den Schuhen gehauen hat. Weil wirklich das zwei Fahrzeuge sind, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue. Ja, müssen wir halt noch ein bisschen abwarten, was die Zukunft uns da so bereithält. Vor allem das nächste Jahr wird sehr, sehr DLC-reich, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, da erwartet uns einiges im TSW 4. Jetzt am kommenden Mittwoch ist es, glaube ich, also jetzt nicht also Mittwoch in einer Woche, am 28. November 2023 soll ja auf jeden Fall die neue Strecke Maintalbahn veröffentlicht werden. Ist jetzt schon vorbestellbar bei Steam. Das Ganze für 10% Rabatt statt 29,99 € jetzt für 26,99 €. Dieses Angebot gilt bis einschließlich 28. November 2023, sprich Mittwoch in einer Woche. Oder ist das sogar Dienstag? Nicht, dass ich mich jetzt vertue. Bist sicher, Mittwoch ist 22, ja, es ist 6 Tage, es ist der Dienstag, also verzeiht mir bitte, es ist nicht der Mittwoch, sondern der Dienstag, der 28. November 2023. Ist der Dienstag. Da bin ich jetzt zu schnell, um Gottes Willen. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Es ist der Dienstag, der 28. November 2023, wo auf jeden Fall die Maintalbahn veröffentlicht wird. Und bis dahin wird auf jeden Fall das Angebot von 10% Rabatt. Und da solltet ihr auf jeden Fall jetzt zuschlagen. Wie gesagt, ab sofort vorbestellbar bei Steam. Warum stehe ich denn jetzt? Ja, warum? Setz dich doch hin, Herrgott, nochmal. Ich weiß nicht, warum ich jetzt aufgestanden bin. Falscher Knopf. Das ist einfach falscher Knopf.
Jetzt falscher Knopf, einfach falscher Knopf, total falscher Knopf. Ach, was kommt dabei rum? So, jetzt ganz ruhig hier. Ganz ruhig. Hab ich doch. Machen wir mal Licht an hier. Irgendwas ist jetzt hier total falsch schief gelaufen. Jetzt da mit dem muss ich drücken. So. So, haben wir es dann? Gleich in der 5 ist. Ich weiß nicht, warum ich aufgestanden bin. Ich habe vor lauter Laberei den falschen Knopf gedrückt zum Aufstehen. Das ist übrigens die Taste. Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste das war. Frag mich bitte nicht, warum ich jetzt angehalten bzw. aufgestanden bin. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Naja, wir sind alles nur Menschen, auch sowas kann passieren. Ich hoffe, das bringt unseren Fahrplan jetzt nicht allzu sehr und durcheinander. Das hätte doch schon ein paar Minuten gedauert hier, die ganze Sache. So, was haben wir denn jetzt an Geschwindigkeit hier überhaupt? 160. Ach ja, so. Aber ihr habt es gesehen, sobald man aufsteht, ist sofort vorbei, sofort sie Zwangsbremsung, weil natürlich der Fahrer nicht mehr an seinem Platz sitzt, beziehungsweise der Lokführer. Und da gibt es dann sofort die Sichtverzwangsbremsung. Man hat auch keine Chance mehr. Der Zug bleibt stehen. In diesem Fall ist er stehen geblieben, weil die Bremsluft Bremsüberlastung nicht gelöst war und dementsprechend war natürlich die Bremse festgesessen und dann ja, musste man das erstmal wieder lösen bzw. die HL füllen bis auf 5 bar, damit man überhaupt wieder losfahren kann. Aber ja, war mal gerade alles gut gegangen. Das Einzige, was jetzt hier passiert, dass wir wahrscheinlich nicht pünktlich in Bingerbrück sein werden. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen in 3 Minuten. 5 Kilometer. Schauen wir mal. Auf jeden Fall nochmal am Dienstag, den 28. November 2023, wird die neue Strecke Maintalbahn veröffentlicht. Gibt es aktuell für 26,99 € bei Steam vor zu bestellen, für 10% Rabatt. Ursprünglich kostet diese Strecke 29,99 €. Dieses Angebot gilt noch bis zum 28. November 2023 einschließlich. Also wenn ihr die Strecke zum vergünstigten Preis haben wollt, solltet ihr da zuschlagen. Jetzt haben wir gleich noch 2,5 Kilometer. Sollte sich so einigermaßen ausgehen, hoffe ich doch zumindest. Wir sind jetzt gleich 100. Sollten wir mal langsam hier zusehen, dass wir in die Bremse kommen. Mit 90 dürfen wir direkt runtergehen. So.
95 haben wir dann auch erreicht. Das haben wir aber pünktlich geschafft. Aber das wird echt eng. Boah, wobei eng. Eng wie das hier mit den Bremsen. Um Gottes Willen. Ist ja schon da, das schafft er ja doch pünktlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das doch pünktlich schaffen. Ey, jetzt habe ich nicht auf den Fernseher geguckt. Ja, dann haben wir es ja doch pünktlich geschafft. So, die 100 Meter, die lassen wir uns hier noch so ein bisschen rollen. Wären wir pünktlich in Bingerbrück, trotz der Ereignisse, die wir da hatten. Unterwegs mit Ökostrom, Nummer 01. So, was haben wir denn hier an unserem Zielanzeiger? Oder hat das nur der Dreier? Der müsste das doch auch haben, oder? Nee. Da nicht. Und verzehe ich nichts. Dann gehen wir die Türen. Ne, der hat keinen Zugzielanzeiger. So. 47 Kilometer bis Koblenz. Zur Bewegung. Wie gesagt, nächster Halt und Endpunkt Koblenz Hauptbahnhof. Ankunft ca. 6.44 Uhr. Seht mal, 6.07 Uhr sollten wir hier sein, 6.07 Uhr waren wir hier, 6.18 Uhr sollten wir einsteigen lassen, 6.08 Uhr, 16 Sekunden, aber Tür geschlossen. Also wir sind eigentlich sehr, sehr gut im Fahrplan. So, 120. Wahrscheinlich gleich auch dann aufschalten, 160 auf 200. Nehme ich mal stark an, dass wir dann auch in die LZB dürfen. Haben wir es gar nicht so einfach hier mit der AFB. Ist in diesem Zug etwas empfindlich, da muss man echt Fingerspitzengefühl haben, damit man da genau auf die Geschwindigkeit kommt. Noch 130. Wunderbar, das hat doch funktioniert. Genau so. Ist ein bisschen bewölkt an diesem Samstag. Wie ihr seht, sind da einige Schleierwölkchen unterwegs an diesem frühen Morgen. Aber nicht so,
dicht, dass es uns jetzt hier irgendwie gleich regnet oder so. Oder gar schneit. Ist jetzt auch nicht so ganz ausgeschlossen um die Jahreszeit herum. Also sollten wir, denke ich, trocken in Koblenz ankommen. Oder ist das kein Quittierpflichtiges? Nee. Hab jetzt gedacht, das sah also wirklich so aus. Geblendet durch die. Lampen. Dass das jetzt quittierpflichtig war, da habe ich mich täuschen lassen. So langsam geht auch die Sonne auf. Ihr seht es vielleicht hinten in den Bahnen. Spiegelt sie sich schon so ein bisschen in den Fenstern. Es wird auch am Horizont etwas heller. Ihr seht es also langsam graut hier der Morgen, diesem 18. November. Es dürfte ein IC sein. Wunderbar. Vorne dran 103. Ach geil, wie sich die Sonne darin spiegelt. Oh, haben wir rot. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Wie? Rot. Das Szenario noch richtig interessant hier. Jetzt hat sich das erledigt. Müssen wir wieder aufschalten. Im Übrigen, ich hatte ja letzte Woche, oder ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube letzte Woche das Szenario, also das aus dem Szenario Park linke Rheinstrecke alles umsteigen angefangen. Das ja auch so weit gefahren bis zu dem Punkt, an dem wir den Zug tauschen mussten, aufgrund eines Defekts des Steuerwagens an dem N-Wagen. Hatte das auch gespeichert, hatte dann vor, ein anderes Szenario im Laufe der Woche vorzuproduzieren. Hab das auch gemacht, hatte dann aus irgendeinem Grund keine Zeit mehr, habe das abgespeichert und habe dummerweise nicht daran gedacht, dass dann natürlich das andere Szenario, was ich davor gespeichert habe, überspeichert wird. Ja, und somit war das natürlich weg. Das nochmal wieder von vorne anzufangen, hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr. Ich werde das immer nochmal nachholen, das ganze Szenario. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ihr werdet es auf jeden Fall noch zu sehen bekommen. Ich werde es euch, ja, den ersten Teil werde ich euch dann natürlich nicht zeigen, den kennt ihr ja schon. Ich werde dann auf jeden Fall den zweiten Teil an dem Punkt weitermachen, in dem wir den Zug getauscht haben und dann mit dem der BR-103 den Weg praktisch wieder zurückfahren, den wir mit der BR-110 und den N-Wagen schon hingefahren sind. Und ihr werdet es auf jeden Fall noch sehen. Wie gesagt, ich habe da leider nicht dran gedacht, dass sich das natürlich dann überspeichert und ja, ich habe mich heute Morgen gewundert, wo das Szenario denn geblieben ist. Bis es mir dann einfiel. Klar, du hast es ja überspeichert. Ja, ist halt so, was soll man machen, ne? Man denkt manchmal nicht nach und dann ist es halt so. Ihr seht selber, es ist nicht einfach, jetzt habe ich es mit der AfB. So, fahren wir hier
Richtung Koblenz. 37 Kilometer noch. Ach, schon wieder 120. Ich bin gerade jetzt beim Beschleunigen, das ist doch nicht. Also die Strecke hier von Bingerbrück nach Koblenz, das ist wirklich ja, nicht gerade fernverkehrsfreundlich. Sagen wir mal so. Dafür ist hier in dem Fahrplanszenario sehr viel KI vorhanden, was mich natürlich wieder freut. Vor allem sehr viele REs hier in Form von BR 110 und N-Wagen. Fernverkehrszug habe ich hier noch nicht einen einzigen gesehen. Wobei, doch, den Intercity, den, doch. So wie sie halt 97 hier rumfuhren, in Form von BR 103 und, ja, Raketen. Citywagen, ja, den kann man ja durchaus als Fernverkehr zählen, zumindest zu dieser Zeit. Aber es ist eine richtig schöne Strecke, muss man wirklich sagen. Also mir gefällt sie. So. 30, 140, bin ich aber gespannt, ob wir noch mal über die 140 kommen oder ob das jetzt die Höchstgeschwindigkeit ist auf diesem kurvenreichen Abschnitt. Ihr seht es ja selber, das ist eine Kurve nach der anderen. Wunderschön, wunderschön. Ein bisschen dreckig der Gute, aber das bleibt halt nicht aus. Noch mit 40. Was ist das jetzt wieder? 140, 160, 100. Das ist doch. Wir haben noch nicht ganz auf 140 beschleunigt, da können wir schon wieder bremsen. Das ist doch wirklich nicht schön. Das ist nicht schön. Wenn man bedenkt, dieser Zug hat eine maximale bzw. eine maximale zulässige Höchstgeschwindigkeit von 280. Wir fahren hier mit 100 durch die Gegend, teilweise 90. Ja, ist das natürlich schon eine Hausnummer. Aber andersrum, das ist hier natürlich nicht Kassel-Würzburg. Da sähe das Ganze natürlich anders aus. Kassel-Würzburg ist eine Raserstrecke. Das ist einfach eine Schnellfahrstrecke, wie sie im Buche steht.
Da werden jetzt Geschwindigkeiten nahe an die 300 gefahren. Das ist hier natürlich vollkommen anders. Aber so hat jede Strecke ihre eigene Charakteristik. Auf der einen kann man halt den Zug nahezu ausfahren. Und auf der anderen muss man halt mit der Geschwindigkeit so ein bisschen spielen, immer mal wieder verringern, erhöhen und ja, das macht's halt aus. Ne? Die Unterschiedlichkeit der Strecken wäre auch blöd, wenn alle gleich wären. Von daher ist das schon ganz gut so, dass man hier und da auch mal langsam Fahrstellen hat, so wie es in der Realität ja auch ist. Auf vielen Strecken in Deutschland, wo man halt langsam fahren muss, der Sicherheit wegen, und daran muss man sich einfach halten. Punktum. Das ist einfach so. So, wir haben im Moment hier eine Langsamfahrstelle mit 90 km/h zu bewältigen. Das ist schon wieder ein RE entgegen. Weiß nicht, ob das überhaupt notwendig ist, erlaubt ist. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Dann könnt ihr mich gerne aufklären in den Kommentaren, ob dies wirklich erlaubt ist, am Tunnel und Eingang und Ausgang zu spawnen. Ich weiß zwar nicht genau, was das bringen soll, aber naja, ich weiß es nicht. Lass es jetzt auch mal. So, wir fahren jetzt schön langsam in den Sonnenaufgang rein. Es scheint ein schöner Tag zu werden. Schöner Herbstmorgen. Wenn sich die Bäume so ansieht, werden sie schön von der aufgehenden Sonne angestrahlt. Es sieht wirklich phänomenal aus. Bis die Wolken wieder lila werden. Es gibt da ja einen Song. Andere feiern, bis die Wolken wieder lila werden. Wir fahren Zug, bis die Wolken wieder lila werden. Oder bis die Wolken lila werden. Ja. Ich finde, hat beides seinen Reiz. Ich hingegen war lieber Zug als Feiern. Wobei ich dem Feiern nicht abgeneigt bin, aber man kommt in einem Alter an, wo das vielleicht nicht mehr so die Priorität hat, wie vor 20 Jahren. Ja. Ich meine, ich habe nichts gegen Feiern, ich feiere gerne, aber in einem Maße, in dem es mir immer noch möglich ist zu reagieren. Vor allem, wenn man zwei Kinder hat, denkt man über die ganzen Sachen eh anders nach. Aber ich glaube, da erzähle ich niemandem was Neues. Jeder, der selber Kinder hat, kann mich da, glaube ich, verstehen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Frühjahr. Da geht es wieder auf Tour. Ich habe euch ja in der Community gefragt, so eine kleine Abstimmung gepostet, wohin ich denn als nächstes fahren soll. Und im Moment ist da Hannover ganz weit vorne. Sollte es dabei bleiben, wird das wahrscheinlich auch dann mein nächstes Ziel werden. Mein erstes Ziel, die neue Spotter-Saison 2024. Und ja, ich freue mich drauf, endlich wieder loszufahren, auf Tour zu fahren. Pepperkästzug zu fahren, Bordbistro zu genießen, das Ganze drumherum, die ganze Tour an sich, das ist nicht nur das Spotten selber, sondern ja, für mich gehört das dann schon dazu, das Buchen, die Tickets buchen, das ist für mich schon, da kribbelt es mich schon, weil ich mich einfach darauf freue, dann wieder loszufahren, Bahnhofsatmosphäre zu schnuppern. Ich glaube, wenn man da einmal angefixt ist, kann man da nicht mehr mit aufhören. Jedenfalls geht es mir so. Ich weiß nicht, wie ihr euch da fühlt, aber Spotten ist für mich eine Leidenschaft, die mich irgendwann schafft. Ja,
Ich freue mich einfach drauf. Ich finde das Spotten so wunderschön, dass ich es teilweise sogar bei der Arbeit mache. Wenn es sich ergibt, wenn man gerade an einem Bahnübergang steht, an einem geschlossenen und man hat die Zeit und man hat die Möglichkeit, schön auf die Gleise zu filmen, dann nimmt man das gerne mit. Man hat ja eh gerade nichts anderes zu tun, als dort zu warten. Und dann kann man da ruhig mal eben sein Handy zünden. Und steht uns ein schöner Güterzug, gezogen von der BR110. Und dann halt filmen, was dort so ankommt. Meistens sind es Güterzüge, um ehrlich zu sein. Es ist sehr viel Güterzug unterwegs. Wenn ich so beruflich unterwegs bin, sehe ich sehr viele Güterzüge. Besonders so in dem Raum Wesel, Förde, Rees, Hamminkeln, so die ganze Ecke da. Da sind viele, viele, warum fahre ich eigentlich noch 90? Viele, viele Güterzüge unterwegs. Gezogen von den unterschiedlichsten Lokomotiven. Meistens BR 193 Vectron. Dann die ein oder andere BR 185, 182 ist manchmal auch dabei. Ja, der ein oder andere ICE 3 oder 2 ist auch zu sehen. Ja. Also es ist wirklich spannend, wenn man so an einem Bahnübergang steht, was einem da so vor die Nase fährt. Es macht wirklich Spaß, dieses spontan zu spotten, wenn man die Zeit hat, wenn die Möglichkeit hat. Dann nimmt man das natürlich gerne mit. So, 20 noch. Sehr schön, oder? Sehr, sehr schön. Einfach nur wunderschön. Also die linke Rheinstrecke hat wirklich was. Das muss man ja an dieser Stelle echt mal sagen. Also gefällt mir. Dazu dieser wunderschöne Herbstmorgen. Der Sonnenaufgang, diese Bäume, die von der Sonne angestrahlt werden, diese lila Wolken, das ist einfach nur richtig schön. So, 120, 130 sogar. Dazu zwischendurch diese Funken am Stromabnehmer. Das ist einfach nur ein absolut wunderschönes Bild. Das kann man nicht anders sagen. So, und aus dem lila Himmel wird jetzt da vorne weiter am Horizont so langsam aber sicher blauer Himmel. Auch ein sehr, sehr schöner Kontrast, muss ich sagen. So, eine Viertelstunde haben wir noch für 16 Kilometer. Sollten wir hinkriegen. Also, wir haben ja jetzt keine. Grund oder keine Situation da, wo wir irgendwie getrödelt haben oder so. Wir haben es ja in Biggerbrück geschafft, pünktlich zu sein, trotz unseres kleinen Verbremsers, beziehungsweise unseres kleinen Aufstehen während der Fahrt. Das war natürlich nicht geplant.
Aber selbst da haben wir es pünktlich geschafft. Also sollten wir das hier in Koblenz erst recht pünktlich schaffen. Auch wenn wir jetzt wieder mal bremsen müssen. Hätten wir soweit. Ist aber auch eine sehr PCB-freundliche Strecke, muss ich mal ehrlich sagen. Wieder der nächste RE, also ist ordentlich viel los hier. Wir mussten bis jetzt nicht einmal irgendwie quittieren oder sonstige Dinge. Muss ich sagen, sehr, sehr schön, nicht irgendwie actionreich. Trotzdem muss man hier auf der Hut sein wegen den ganzen Geschwindigkeitsveränderungen. Es ist keine Strecke, wo man jetzt irgendwie den Hebel auf den Tisch legt und die LZB machen lässt. Die gibt es hier sowieso überhaupt nicht auf dieser Strecke. Sondern hier muss man schon ordentlich auf der Hut sein und die Geschwindigkeiten im Auge haben. Jetzt zum Beispiel auf 100. So, fängt es jetzt doch an zu regnen oder was ist das? Nee, was? Doch, es fängt tatsächlich an zu regnen. Ich habe es vorher noch gesagt. Tatsache. Na gut, dann ist das so. Möchte aber unregelmäßig. So, ja. Fängt Tatsache nur an zu regnen. Ich habe es vorher noch drüber gesprochen. Es wird wahrscheinlich trocken durchkommen, aber so kann man sich halt täuschen. So kann man sich halt täuschen. 110. Oh, das war ein bisschen viel. Gut, so viel dann zum Thema schöner Novembermorgen. Das hat sich dann auch schon wieder erledigt. In diesem Moment. Regnerischer Start des 18. Novembers. Mindestens, gut gestartet ist der ja schon vor 6,5 Stunden, wenn man von der Spielzeit ausgeht. Aber ein Morgen, ein regnerischer Start des Morgens, sagen wir da mal so, ich glaube, so können wir verbleiben. So, und dann sind es jetzt gleich die letzten 10 Kilometer. Jetzt wird es naturgemäß erst wieder ein Stück mehr, weil wir hier wieder diesen großen komischen Bogen fahren. Aber das hat jetzt nicht viel zu bedeuten. Das gibt sich gleich. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, dass wir hier in die falsche Richtung fahren. Nein, das ist der Streckencharakteristik geschuldet, dass es hier wieder mal wieder ein, zwei Kilometer mehr wird, statt weniger. Das wird sich aber gleich, wie gesagt, wieder geben.
So, da seht ihr es. Jetzt wieder weniger. So, da sind wir im Zählerbereich angekommen. Nicht ganz 10 Minuten haben wir noch. Sollen wir dort sein? Das sollten wir, wie gesagt, schaffen. Da kommt wieder ein RE oder ein Güterzug. Die BR-110 zieht bisweilen ja auch Güterzüge in diesem Spiel. Von daher, oder ist das gar nicht 103, das ist, wenn es nur 110 zieht, ein Güterzug. Steht am roten Signal. Der zweite heute, der von einer 110 gezogen wird, das soll nicht mal wenig, ey, alter Schwede. Das hat ja aber gut zu tun, oder? Also weiß ich, da würde ich zwei Loks für nehmen. Diese viel Kraft hat die doch, glaube ich, auch nicht, oder? Dass sie so einen Güterzug ziehen kann. Der Schwede, das ist ordentlich Gewicht, was die da am Haken hatte. So, 7,7 noch. Auch. Auf der Fahrt von Mainz nach Düsseldorf, wie dieser Zug als ursprüngliches Ziel hat, dieser Zug in Düsseldorf Hauptbahnhof. Und in Koblenz wird das Zugpersonal wechseln. Fährt dann noch über Köln und schließlich in Düsseldorf. Nichts zu sehen von Geschwindigkeitseinschränkungen. Obwohl wir hier mit Sauseschritt dem Haltepunkt entgegenrasen. Jetzt gleich nicht zu, da müssen wir selber aktiv werden. Jetzt sind wir nämlich einfach zu schnell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit 140 in den Koblenzer Hauptbahnhof einfahren. Das will mir nicht in den Kopf rein. Erstmal.
So, da wären wir in Koblenz. So ein bisschen können wir ja noch. Wunderbar. Öffne die Türen. Das hier mal erstmal aus. Wenn der Kollege sich gleich drum kümmern. Wir steigen hier aus. Und da sind wir pünktlich in Koblenz angekommen. Wie gesagt, das Zugpersonal wird hier wechseln. Und den Zug dann weiter nach Köln und Düsseldorf bringen. Wir lassen den Zug hier noch einfahren. Dann die Türen. So, damit ist unser Dienst beendet. Ihr habt es gesehen, wir wurden vom Sitz entfernt. Gebraucht haben wir für das Ganze 57 Minuten 27 Sekunden. Eine gefahrene Distanz haben wir 91,41 Kilometer von Mainz nach Koblenz ist die Entfernung schon ordentlich, finde ich. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag, ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf. Euer Daniel Spieters. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.